Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja. Dann werden wir uns mal dieser letzten Jagdprüfung hier noch stellen. Ne? Wir hatten schon mal eine Pause kurz gemacht. Du bist zurück. Wie erfreulich. Na, das klang aber sonst immer anders irgendwie bei ihm. Wie bist du hier gelandet? Ich bin nicht gelandet. Es ist eine Ehre. Du verstehst das eh nicht, aber ich bin ein angesehener Mann der Jägerloge in Meridian. So angesehen, dass sie dich in die Wildnis zum Zelten schicken? Willst du eine Prüfung absolvieren oder mich weiter vollquatschen? Nein, natürlich wollen wir eine... Wähle eine und ich erkläre sie dir. Ja, die anderen haben wir ja schon durch, aber die ging halt bisher noch nicht. Ich weiß genau, wer du bist, Nora. Du kannst Maschinen kontrollieren. Meine Prüfung passt sehr gut dazu. Kontrolliere mit deinem Speer zwei Verwüster und lass sie einen Donnerkiefer vernichten. So, dann lass uns mal beginnen. So, und bei der Prüfung frage ich mich jetzt allerdings, wenn wir doch die einzige Nora sind, oder generell außer den Kultisten die einzige Person sind hier, die das kann. Also die auf ihre Seite bringen kann durchs Überbrücken. Wie kann das dann eine normale Prüfung sein? Die Prüfung kann doch dann niemand überstehen. Die kann doch niemand erreichen. Also außer jetzt uns. Oder den Kultisten. Aber für die Kultisten wird ja wohl keiner hier, ne? Dann so bereitstehen und sagen so, ach so, ja klar, nö, also die Kultisten, ja, ne, dann machen wir jetzt mal. Das wäre doch totaler Quatsch. So, okay, also erst wenn wir das Seil runterrutschen, dann startet nämlich die Zeit. So, wir haben hier den kleinen, den müssen wir natürlich irgendwie beschäftigen. So, dann haben wir da hinten den Verbüßer. Wir haben da einen Verbüßer. So, na dann. Ich würde eventuell warten, bis der Kleine zurückkommt, weil dann können wir... So kenne ich den Kleinen dort aber gar nicht. Naja, gut. Wenn der zurückkommt, dann rutschen wir los. Und dann können wir den eventuell von oben was machen. Also mit so einem Schlag von oben. Oder halt auch nicht. Minuten 40 sollen wir das schaffen. Okay. Oh, das dauert. Okay, so. Den haben wir überbrückt. Dann rennen wir jetzt hier drüben lang. Dabei sollte der dort oben eigentlich nicht dazukommen zum Kämpfen. Jedenfalls gut. Aber er scheint es doch zu tun. Jetzt auch noch den Rassler mitnehmen können, aber das passt.
Gut, und dann haben wir das auch erledigt. Schön. Erst rein. Dann ist doch die Theorie und die Taktik so aufgegangen. Wunderbar. Ja, und dann am Anfang schön ihm die Waffen klauen, hier diesen Scheibenwerfer da klauen. Damit er nicht so viel Schaden anrichten kann und uns nicht so sehr irgendwie wegrammeln kann. Klar, seine Schusswaffen hier am Körper oder am Kopf, die wären. Ja, wäre natürlich auch schön gewesen, aber. Nur nicht so einfach. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Quests und Stories in Videospielen sind mitunter recht seltsam. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ging doch hier ganz gut. Ja, du bist Feuerbrennwurzel. Ne, nimm das Bombe. Schön, freue ich mich. Dann haben wir das auch erledigt. Ach, das ist ja geradezu traumhaft. So. Ich glaube es nicht. Eine Glutsonne und das beim ersten Versuch. Du ja, hast das viele Sonnen, Nora. Es gibt Belohnungen für gute Jäger wie dich. Sprich mit Aidaba bei der Loge in Meridian. Das machen wir. Ich werde jetzt gehen. Haha. Haha. Ah, Stufe 46. Genau, Wetter. Gut, Schatzkisten. Dann machen wir das mal noch schnell. Also gegebenenfalls was verkaufen können, aber brauchen wir nicht. Okay. Fertigkeiten. Ich denke, ich nehme den Dreifachschuss. Auch wenn die Konzentration nicht ganz verkehrt wäre, aber der Dreifachschuss. Ja, doch. Ich glaube, der könnte es an einigen Stellen einfacher machen. So. Speichern. Da bin ich wieder. So, pass auf, dann hüpfen wir doch hier hin. Holt ihr die Glutsonnenbelohnung? Ja, das machen wir. Schnellreisen nicht möglich, du fällst. Ich bin gesprungen. Das hat nichts mit Fallen zu tun. So. Ach, ich freue mich gerade. Habe ich mich so durchgekämpft. Ich habe heute früh noch einige Sachen mit den Jagdgebieten gemacht. Einfach als Vorbereitung, dass wir gegebenenfalls eben genau das schaffen können. Oder halt noch uns angucken können heute. Im Stream und in der Aufnahme. Ich habe zwei Schön. Kräftige Osserer. Meistens fällt man nach dem Höhepunkt eines Sprungs, ja. Hier gibt's nur die besten Waren. Sie selbst. Ich dachte immer, Fallen hat irgendwie sowas Unkontrolliertes. Aber wenn ich springe, weiß ich da eigentlich ziemlich genau, wo ich auch wieder lande und runterkomme. Habe ich Brativin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnen habe ich Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Was kann ich für dich tun? Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Wie laufen die Prüfungen alle für dich? Menschen, reichen die Abzeichen die für folgen. Eine Waffe? Ich glaube, ich habe genug. Was jetzt? Du bringst mir alle Abzeichen auf einmal. Damit wirst du viele Jäger neidisch machen. Obwohl das nicht schwer ist. Du Was, bekommst von mir eine Logensprengschleuder, einen Logensallwerfer und den Logenkriegsbogen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist eine Meisterjägerin. Ich habe nur noch Zuspruch für dich. Jawohl. Okay, gut. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier?
Ist Fallen nicht einfach nur ein negativer Sprung? Weiß ich nicht. Wäre Tauchen nicht ein negativer Sprung? Also meine Physiklehrerin würde dir widersprechen, dass Fallen etwas Unkontrolliertes an sich hat. Möglich ist das. Das war ja auch mehr so eine Frage, ne? Für mich war Fallen immer so... So. Dann lasst uns doch mal gucken. Die sind halt golden vorne. Okay, gut. Herstellen, modifizieren. Was haben wir? Die Sprengschleuder, ja? So, dann nehmen wir jetzt mal den Damage raus. 100, 150, 75. 100, 150, 75. Na gut, 70 Handhabung. Naja. Hatte mir etwas mehr erhofft. Aber na gut. So, dann haben wir hier Kriegsbogen, ja? 30, 30, 60. Megabogen, Kriegsbogen. Okay. Na gut. Den Seilwerfer. Er hat eine 70er Handhabung. Oh, das ist natürlich nett. Okay. Das ist ja super. Da haben wir noch mal was Schönes bekommen dazu, ne? Ja, auch noch mal. Das ist ja... Ach, das sind ja richtig gute... Aber nochmal Handhabung richtig nach oben gepusht und natürlich den Abriss auch. 300 Abriss jetzt fast, statt 150. Da war ich fast verdoppelt. Schön, naja gut. Dann hat sich's ja wenigstens doch ein bisschen gelohnt. So, Kriegsbogen auf Kriegsbogen. Schleuder auf Schleuder. Seilwerfer hatten wir jetzt glaube ich eh nicht, oder? So, kann man da vielleicht von Ligan noch... Ich hätte nie gedacht, dass du Rotschlund bezwingen kannst. Es ärgert mich, dass ich dein Potenzial nicht sofort gesehen habe. Naja, könnte. Ich nehme den ganzen Tag Trophäen an. Wie geht es dir? Oh, weißt du, ein neuer Tag und immer neue Scharen von Maschinen. Tauschen wir. Schade, dass wir das jetzt nicht noch sagen können. Ja, das wäre schön gewesen. Herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy. Obwohl du Nora bist. Die Beute sei immer dein. Ja, finde ich schön, diese Anspielung. Ne? Weil sie ja mal gesagt hat, dass sie eher... Also, dass sie nicht Aloy von den Nora ist, sondern eher Aloy trotz der Nora. Und das finde ich schön, dass sie sich das gemerkt hat und das so als Spaß und als kleine, naja, eine Spitze ist es ja gar nicht so richtig, aber so als, ja, Vertrauens- und Zugehörigkeitsbeweis eigentlich mit, immer mal so anspricht und mal kurz so, so einen kleinen Stupser mit weglässt. Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Gut, wir würden dann eigentlich als nächstes hier diesen Kollateralschaden mal machen wollen, ne? Was ja dann die Geschichte von Olin ist. Ja, doch, doch, genau. Kollateralschaden war die Geschichte mit Olin. Ja, komm, dann gehen wir jetzt hier hoch.
arbeiten uns von dort aus vor und machen jetzt noch ein bisschen Feuer dort. Weil verdorbene Zonen und so, die sind ja immer sehr feueranfällig. Deswegen. Das nehme ich für unterwegs mit. Langbeiner. Jetzt nicht unbedingt. Hab ich dich. Ich hatte noch die Falle aktiviert. Ah. Mein Fehler. Okay, die Fallen bringen gar nicht so viel. Schade. Alles klar, alles klar, alles klar. Also die Feuerfallen, die bringen wirklich nicht so viel. Ich habe sonst immer genau den Trank, den ich jetzt hier habe, aktiviert. Der mich nämlich komplett wieder heilt. Und den hatte ich jetzt aber gerade nicht unten aktiviert in der Liste. Komme ich ja gerade richtig. Genau, Holle. Nur wegen dir. So, pass auf. Dann machen wir hier mal den Fallensteller. Also hier die Stolperfalle. Das ist Seilwerfer. Da haben wir sie. Mit vorbereiten. Mitten ins Ziel.
Renne, Aloy, renne, Aloy. Warum? Ich war doch dort gebückt. Warum war ich denn da noch offen? Erstmal ein bisschen spannender angehen. Einfach. Das sieht gut aus. Okay, also Rennen ist halt echt keine Möglichkeit bei denen, ne? Weil da sind die einfach deutlich zu schnell dafür. Ja, und die Fallen machen es aber auch irgendwie nicht, also... Ich habe noch keine so richtige Idee. Ich meine, bei manchen, ne, kannst du schön einfrieren, danach mit dem Rasser drauf. Ist gut. Hast du das Thema erledigt. Aber hier? Ist denn da irgendwie nicht so einfach. Na ja, gut. Egal, wir haben's. Das ist die Hauptsache. Sehr nahrhaft. Ich auch so.
Was haben wir denn hier Schönes? Scheint doch irgend so eine kleine Bastion und ein Turm zu sein, aber wahrscheinlich kommen wir da auch wieder nicht rein. Hallo, guten Tag. Doch, wir dürfen rein. Ganz was Neues. Aber das war's dann auch schon. Wir dürfen in den Turm gehen. Okay. Gut. Dann dahin als nächstes, ne? Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und da gucken wir uns dann, ja, wie gesagt, diesen Spaß an. Machen wir dann hier die Quest mit den Kollateralschäden durch. Gucken vielleicht noch, dass wir die Metallblume kriegen. Und würde sagen, dann gehen wir wahrscheinlich hier runter mal, oder? Zu der Brutstätte, dass wir da einfach mal so ein paar hintereinander wegmachen. Aber halt auch nicht direkt hintereinander, weil ich glaube, das wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Ja. So, und dann können wir von hier nämlich hier rüber noch zum Panorama und zu der Siedlung noch gehen. Naja, ich denke, das ist eigentlich ganz gut. Aber jetzt erstmal, wie man fürs Zusammenhalten.